Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich noch mal gemeldet, um auch noch mal auf den Kollegen Lindner einzugehen. Herr Lindner, Sie haben die Rolle der Großen Koalition in Ihrem Wortbeitrag noch mal beleuchtet. Ich habe da ehrlich gesagt ja auch gerade derzeit, wie die mit dem Ergebnis umgehen, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein lachendes Auge, weil ich es eigentlich gut finde, dass man nach dieser Entscheidung in Großbritannien hingeht und anfängt, endlich mal über wo wollen wir hin in Europa ernsthaft zu streiten. Ernsthaft zu streiten und nicht nur in Sonntagsreden, sondern sich wirklich mal auseinandersetzt und überlegt, wie kann es weitergehen. Und so habe ich die Beiträge von Schäuble und auch von Sigmar Gabriel verstanden. Weinendes Auge, weil beide Vorschläge nicht tauglich sind. Ich halte das Vorgehen von Schäuble, jetzt zurück aufs Intergouvernementale zu setzen und weg von der Gemeinschaftsmethode, für nicht zielführend. Das war in der Finanzkrise schon so. Das, glaube ich, ist nicht der taugliche Weg, wie wir weitergehen sollten. Ich finde das von Sigmar Gabriel aber auch nicht ganz ausreichend. Aber was ich sehr witzig fand, Herr Lindner, an Ihrer Rede ist, dass Sie gesagt haben, naja, es geht jetzt aber bei diesem Umgang der Rolle der Großen Koalition, bei dieser Bundesregierung, würde es um Europa gehen und nicht um Profilierung für die Bundestagswahl. Ich meine, dass Sie was von, also dass Sie eine, wie soll ich sagen, ein spezielles Verhältnis zur Profilierung haben, geschenkt. Aber wer bitte hat in London, wer hat in London werbewirksam diesen Transporter auf die Straße gejagt mit FDP-Logo und gesagt hat, nee, keep calm, und hat geworben, dass Startups nach Berlin gehen. Schade, leider nicht nach Düsseldorf, die hätten besser nach Düsseldorf geholt. Wer um alles in der Welt hat sich denn profiliert für die Bundestagswahl? Die FDP! Könnt ihr nicht hier hinstellen und sagen, hören Sie mal, Großkoalition, ist alles Quatsch. Also so geht es natürlich nicht. Das ist doch echt ein Nach, natürlich nicht. Dann können doch die sich selber profilieren, den anderen das vorwerfen, ist doch aberwitzig, so ein Schuss ins eigene Knie. Herr Wüst, Vodafone. Ich meine, Vodafone hat ja nun mal hier in, und das ist ja die Besonderheit an Düsseldorf, den größten Sitz außerhalb Großbritanniens. Außerhalb Großbritanniens. Und es kann ja nicht so schlimm sein hier in Nordrhein-Westfalen, dass sie das gemacht haben. Die haben ja investiert. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass sie sich irgendwann für den größten Standort außerhalb Großbritannien entscheiden, ist doch natürlich relativ hoch. Und ich glaube, der Wirtschaftsminister hat das auch deutlich gemacht, der Europaminister auch, und ich glaube, die Ministerpräsidentin auch. Auch für uns wird natürlich alles dafür tun, wenn so eine Unternehmensentscheidung dann irgendwie kommt, dass wir darauf vorbereitet sind und natürlich mit offenen Armen hier Vodafone empfangen wird. Herr Lindner, Sie haben noch mal gesagt, was zu dem Tempo und der Schnelligkeit und dem erhobenen Zeigefinger jetzt mit den Briten. Also das ist natürlich ein schwieriges Koordinatensystem, in dem wir sind, weil wir alle genau wissen, dass wir nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise Einfluss darauf haben, wann Großbritannien und wann die britische Regierung den Artikel 50 denn zieht und einreicht bei der Europäischen Kommission. Das wissen wir alle nicht. Das können wir auch alle nicht beeinflussen. Da können wir uns alle auf den Kopf stellen. Also liegt es nun mal in der Hand der britischen Regierung, wann sie das tun. Was aber nicht geht, ist natürlich, und deswegen bin ich da eigentlich auf Seiten der SPD und habe gesagt, ja, man muss da auch Tempo machen. Was nicht geht und was wirklich, weil Sie haben ja auch einen Fokus gelegt auf die ökonomischen Auswirkungen, die es haben könnte, was nicht geht, ist natürlich, diese Phase der Unsicherheit und dieser Unklarheit jetzt lange so zu belassen. Natürlich muss man an die britische Regierung appellieren, sich schnell jetzt zu entscheiden und auch Fakten zu schaffen. Natürlich brauchen die Investoren jetzt Klarheit und Planbarkeit, wie dieser Prozess denn aussehen soll. Insofern finde ich, haben Sie an der Stelle überhaupt nicht recht, sondern natürlich muss man denen auch sagen, es muss jetzt aber auch schneller gehen, damit halt diese ökonomischen Verwerfungen gar nicht erst riesig groß entstehen können. Diese Unsicherheit ist gerade Gift. Wir sehen das doch, das Pfund, das britische Pfund, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren war es nie so niedrig. Ja, das schadet natürlich uns. Bitte? Ja, das wird denen schon auffallen. Uns wird es auffallen, weil natürlich wir einen Export, weil wir natürlich exportieren und natürlich sind unsere Produkte gerade teurer. Natürlich die ganze Kfz-Zulieferung, chemische Industrie, Maschinenbau. Natürlich merken wir das dann wahrscheinlich irgendwann, aber die Britinnen und Briten werden das auch irgendwann natürlich merken, diesen Werteverfall im britischen Pfund. Natürlich. Also das finde ich, also natürlich werden Sie das merken und Sie.
Ich glaube, dass es schon Wirkung hat. Das würde ich anders sehen, wenn wir alle den Freundinnen und Freunden in Großbritannien sagen, dass wir schon erwarten, dass da jetzt eine Klarheit irgendwie herbeigeführt wird. Ich glaube schon, dass das gehört wird und dass das nicht völlig untergeht. Und auch da ist es richtig, wenn der Präsident des Europäischen Parlaments das tut. Also da habe ich auch noch mal eine andere Ansicht. Ich wünsche mir, dass das nicht die letzte Debatte war zur Fortentwicklung der Europäischen Union und wie wir in Nordrhein-Westfalen damit umgehen. Ich habe es im ersten Teil gesagt, meine Redezeit ist vorbei, ich sage es auch im zweiten Teil. Es ist jetzt die Zeit, im nächsten halben Jahr bis zur Bundestagswahl spätestens müssen wir Klarheit haben, wie wir uns unser Europa hier vorstellen. Ich natürlich mit sozialen und ökologischen Leitplanken, Sie wahrscheinlich andere. Aber das ist der Prozess, in dem wir jetzt alle gehen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.